Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind auf der Deichhof. Die wunderschöne Map vom Kalle. Und wir werden jetzt ein bisschen Wolle verkaufen, wie ihr hier schon sehen könnt. Steht der Lindtrack bereit, der Stapler steht bereit und die ersten Wollepakete sind auch schon aufgeladen. Es sind noch ein paar da hinten und unsere schwarzen Schafe haben ja auch schon ein bisschen hier was produziert. Das finden wir hier. Aber bevor es weitergeht hier mit dem Verladen der Wolle, ganz kurzes Update, denn wir hatten tatsächlich ein bisschen Glück für die Zukunft. Denn ich bin mit dem Isaac darüber übereingekommen, sozusagen einen kleinen Vorvertrag abzuschließen, denn er hat hier tatsächlich Mais angepflanzt. Hier ist also auf dem Feld Mais und da denke ich mir, das werden wir uns dann Ende des Jahres oder kurz vor der Ernte dann kaufen, dann sind wir auf jeden Fall, was das Thema Mais angeht, safe. Natürlich ist der Ertrag nicht ganz so hoch wie erwartet, logisch, denn der gute Mr. Ewing hat leider noch nicht so richtig gedüngt. Jetzt wäre die Alternative, dass wir dieses Feld jetzt schon übernehmen und dann weiter bearbeiten, aber dann müssten wir natürlich auch jetzt schon sozusagen in den Kredit gehen, den wir ja schon haben. Ich habe zwar in der Zwischenzeit ein kleines bisschen abgewirtschaftet, heruntergewirtschaftet, also nicht den Hof, sondern den Kredit, dass wir nur noch 210.000 haben, aber wir müssen doch noch das eine oder andere eventuell kaufen, müssen wir mal abwarten und deswegen will ich jetzt auch die Wolle verkaufen, damit wir ein bisschen liquide werden, denn die zweite Geschichte, die wir hier nämlich in der Pipeline haben, ist direkt das Feld nebenan. Und da, was soll ich dazu sagen, es ist halt einfach der Zufall, sind Zuckerrüben drauf. Hier bei der Gina haben wir Zuckerrüben drauf, das wird so ungefähr, ja was wird denn das Ganze kosten? Wir schauen mal kurz hier rein und zwar Feld Nummer 3 hat einen Wert im Moment von 121.000 und paar zerdrückten und Feld Nummer 7 43.000 und paar zerpflückte. Von meinen Ertragswerten sind das jetzt natürlich nicht die Burnerfelder, absolut nicht. Aber sie liegen halt direkt am Hof und die können wir relativ gut dann abarbeiten. 2,48 Hektar, hier haben wir 4 Hektar und hier haben wir knapp 0,64 Hektar zum Beackern, zum Bearbeiten und die 23 gehört uns auch. Und was der Plan jetzt ist, das Schöne an der ganzen Sache, das ist natürlich, dass wir den Zucker dann theoretisch, also die Zuckerrüben dann theoretisch nicht nur für unsere Schweine da unten am Schweinehof dann verwenden können, Ende des Jahres, wenn wir diesen Hof, ja, wenn alles planmäßig klappt, dann übernehmen, sondern wir können das Ganze dann auch noch in unsere Mühle werfen und Zucker machen. So, jetzt wollen wir aber erstmal ein bisschen Geld machen und das heißt, dass wir unser großes Feld dann nicht höchstwahrscheinlich keinen Mais drauf drillen, sondern wir werden im nächsten Monat, und warum im nächsten Monat? Ja, wir haben da ja noch Gras drauf und ich habe mir gedacht, warum sollen wir jetzt schon dort ansehen, denn dann können wir im nächsten Monat nochmal Gras schneiden. Das ist zwar jetzt nicht die volle Wachstumsstufe dann, aber dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Luft oder können noch ein bisschen Material in den Bunker werfen, um Silage zu erzeugen. Und das würde uns mit Sicherheit auch ganz gut helfen. Also, somit ist also der Plan, dass wir hier nicht die Palette runterschieben. So, mal schauen. Ah, das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever, obwohl wir haben die Palette noch und da drin haben wir, ja, so viel sowieso nicht. Also, wir brauchen die gar nicht hochstapeln. Dann ist nämlich der Plan, dass wir hier auf dem Feld links dann eben Soja drillen und dann noch Sorghumhirse und die können wir ja auf jeden Fall auch in der Mühle verarbeiten zu Mehl. Jo, und Mehl brauchen wir, denn das ist jetzt, wie es so schön heißt, der Flaschenhals, denn wir haben kein Mehl mehr. Tomaten, Salat und Milch kommt natürlich kontinuierlich rein, aber Mehl wird halt nur einmal geerntet und beziehungsweise Getreide und ähnliches und dann halt natürlich in der Mühle weiterverarbeitet und da haben wir jetzt gerade ein Defizit, denn ich will es mal so formulieren, bam bam, es ist aus, wir haben nichts mehr und jetzt müssten wir also Mehl kaufen und das will ich eigentlich auch vermeiden. Denn wir wollen das Ganze doch selbst herstellen, auch wenn wir natürlich jetzt eine Einkaufsstation am Hof haben und das dann auch entsprechend einkaufen könnten.
So, jetzt packen wir die Palette noch drauf und dann die andere und dann schauen wir mal, was uns das Ganze bringt. So, Dele. Na, na. So, sehr schön. Okay, weil dann werden wir hier nämlich auch schön, schön leer. Sehe ich da was oder? Ja. Ah, okay. Das ist ein bisschen daneben, aber es passt schon. Solange mir die Palette nicht um die Ohren fliegt, ist das alles okay. So, Dele. Ja, was soll ich sagen? Der eine oder andere wird sicherlich schon gesehen haben. Der gute Kalle hat jetzt nicht nur ein Update von der Rehbach gebracht, sondern tatsächlich auch nochmal von der Alteiche und von einer weiteren Map, die wir aber ja noch nicht gezockt haben. Die White Farm, glaube ich, heißt die. Und ich finde es schon beeindruckend, wie er hier ein Update nach der anderen rausbringt. Also der Kalle ist immer umtriebig und ganz schön fleißig. Allerdings werden wir, ups, erstmal Motor aus. Allerdings werden wir dann die Alteiche nicht updaten, nicht so wie die Rehbach. So, jetzt muss ich schauen. So war es, glaube ich, richtig. Und wo müssen wir hin? Ich glaube, für Mehl, Wolle gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Landproduktion, Multifutter-Einkauf. Ja, ist klar, nee. Ja, ja, ist klar, das ist auf der anderen Seite. Und der Preis ist verhältnismäßig gut. Könnte noch ein kleines bisschen besser werden. Aber wir nehmen mit, was geht. Weil auf der anderen Seite sparen wir uns dann ein bisschen Zins. Ja, wie gesagt, also da sind wieder Updates rausgekommen. Der gute Karl hat gearbeitet. Und die Alteiche, die wir ja donnerstags im Stream spielen, die werde ich jetzt nicht updaten, denn wir bräuchten einen neuen Spielstand. Und den will ich mir auf jeden Fall vermeiden. So, dann einmal hier rum. Und dann nehmen wir sozusagen die Abkürzung über die Feldwege. Wobei wir ja mittlerweile wissen, dass es da eine Position oder eine Stelle gibt. Da müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. Übrigens, aufpassen müssen wir natürlich auch auf unser Material. Denn wir werden noch, und das hätten wir beinahe vergessen, wir müssen noch ein bisschen düngen. Und zwar, was haben wir letztes Mal angesät? Ich weiß es gar nicht mehr. Hafer. Hafer haben wir gedrillt. Und das Feld müssen wir ja noch düngen. Wir haben ja zwar Gülle ausgebracht und Gärreste, aber wir müssen natürlich, um hier einen sauberen Schnitt zu machen, da nochmal drüber. Und ich denke, wir werden das mit Flüssigdünger machen hier mit dem Lindtrack. So, hier müssen wir jetzt ein kleines bisschen aufpassen, weil, man sieht es ja, Achtung. Ups, ja, hier ist Kollision. So, also hier müssen wir vorbei. Dann ist alles im grünen Bereich. Hervorragend. So. Dann werden wir mal die Wolle verkaufen. Und was das Thema Sonnenblumen angeht, also die Idee war natürlich ganz klar, wenn wir ein Maisfeld bekommen oder kaufen können, dann sparen wir uns natürlich das Grubbern, weil das habe ich ja auch vergessen. Würden wir das auf unserem Feld machen, müssten wir ja erst grubbern. Dazu brauchen wir einen Grubber. Und wir bräuchten natürlich dann auch eine Einzelkorn-Drille und das würden wir uns jetzt zumindest dieses Jahr noch sparen, denn wir müssen sparen, damit wir dann die beiden Felder kaufen können und dann müssen wir noch ein bisschen sparen, damit wir natürlich auch die Erntemaschinen, ja, kaufen. Ich denke, das wird dieses Jahr vermutlich noch nichts, aber zumindest mieten können und dann haben wir auch einiges zu tun, definitiv. Wie, da müssen wir rein? Ja, das ist ja spannend. Okay. So, da bleiben wir auch zum Glück nicht hängen. Und los geht's. Oh, das ging ja zügig. Okay, 16.000, 17.000, 74 haben wir jetzt. Naja, das ist jetzt nicht der Burner, aber es ist auch nicht schlecht dafür, dass unsere Schafe ja in der Regel nichts kosten. So, was wir dann auch bei Gelegenheit mal checken müssen, ist halt, okay. Ja, Kartoffeln werden es jetzt nicht. Wenn wir die Wolle, könnten wir hier natürlich weiterverarbeiten. Aber auch diese Produktion müssen wir uns gut überlegen, ob wir die uns kaufen.
So, Raps werden wir jetzt nicht anpflanzen, sondern Soja, Sonnenblumen höchstwahrscheinlich auch nicht und Mais, ja. Okay, also wir könnten natürlich im Herbst dann die Produktion kaufen, dann könnten wir eventuell hier Popcorn machen und könnten hier auf Textil gehen. Aber da müssen wir mal schauen, wie weit wir hier Popcorn machen können, denn Produktion kaufen, Maschinen kaufen und Kredit abbezahlen und dann auch noch den Schweinestall kaufen. Ja, da müssen wir vorsichtig sein, da müssen wir wirtschaften. Denn, das haben wir ja mittlerweile ja auch gelernt hier auf der Deichhof, die Produktionen laufen jetzt nicht unbedingt in Höchsttempo, in Lichtgeschwindigkeit, so auf jeden Fall nicht. Die BGA, die wirft so ungefähr 15.000, 20.000 im Monat ab. Also das heißt, die arbeitet sie schön langsam kontinuierlich. Und das müssen wir auch auf jeden Fall gut im Auge behalten. Ja, und im Auge behalten müssen wir auch, wo wir abbiegen müssen. Denn da war es definitiv nicht. So, dann werden wir jetzt hier rumfahren. Bringen erstmal den Anhänger zurück. Eier gibt es erst später zu verkaufen. Und dann fahren wir mal mit der Spritze los und holen ein bisschen, weil ich glaube, in unserer Multifrucht oder in unserer Einkaufsstation, da kriegen wir, glaube ich, keine Flüssigprodukte, sondern die müssen wir auf jeden Fall noch beim Händler holen. Aber wir werden es nochmal kurz antesten, weil ich bin mir nicht 100% sicher. Doch, ich glaube, wir können auch Flüssigdünger kaufen. Aber wir müssen mal schauen. So, mal ganz kurz hier an dem Feld angehalten. Mal schauen, ob soweit alles in Ordnung ist. Zack, und da haben wir Gerste drauf. Jo. 82 von 89 erwarteter Ertrag. 92 von 100. Warum ist denn das so mau? Müsste gewalzt werden, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht das ganze Thema sein. Müsste doch eigentlich, wir haben ja doch tatsächlich knapp 8% zu wenig. Übrigens, was mir auch aufgefallen ist, darauf muss man auch ein bisschen achten. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwieweit das tatsächlich sich dann auswirkt. Sind hier natürlich, die Windmühle hat unterschiedliche Ergebnisse. Also am schlechtesten ist ja fast Gerste. Wir brauchen 30 Einheiten Gerste für 23 Mehl. Bei Weizen ist es 5:4, während bei Hafer bekommen wir mehr Mehl als Hafer. Das gleiche übrigens auch bei Sorghumhirse. Wird natürlich aber auch der Punkt sein, dass natürlich der Ertrag von Hafer und Sorghumhirse etwas geringer ist als von Gerste und Weizen. Also wie sich das dann letztendlich auswirkt, was hier am besten wäre, auch in der weiteren Produktion, keine Ahnung. Witzigerweise ist es halt eben der Fall, dass wir an der Mühle auch die Zuckerrüben dann zu Zucker verarbeiten können. Wenn man das Ganze noch zu Zuckerrüben schnitzelt, dazu gibt es ja so einen Vorsatz für den Frontlader, dann könnte man das auch zu Zuckerrüben Schnitzel dann verarbeiten und würden dann noch ein kleines bisschen mehr Zucker bekommen. Naja, gut, müssen wir mal alles durchtesten, beziehungsweise mal durchprüfen. Aber dazu müsste man natürlich, ja, fahren wir mal hier lang, aber dazu müsste man natürlich praktisch dasselbe Feld nehmen oder dieselbe Quadrate oder Hektaranzahl und natürlich auch die Felder entsprechend gleich bearbeiten, was natürlich auch nicht so einfach ist, weil ja auch die Bodenwerte unterschiedlich sind, die Ertragswerte. Ja, man müsste eigentlich dasselbe Feld nehmen und über mehrere Jahre die verschiedenen Nutzpflanzen anpflanzen, um dann eine Statistik zu bekommen, was am Schluss dann wirklich doch das Beste wäre oder den größten Profit macht am Ende. Naja, gut, so viel Zeit, denke ich, werden wir nicht mehr haben, denn wir werden ja bald ist es soweit, in den LS25 einsteigen und welche Map wir dann parallel oder welche Projekte wir dann parallel noch weiterführen, denn wir werden mit Sicherheit dann noch in LS22 weiterspielen, schon einfach aus dem Grund, da es ja für den 25er am Anfang mit Sicherheit noch nicht so viele interessante Mods und Karten gibt, werden wir mit Sicherheit das ein oder andere Projekt, aber welches, ob es die Oberschwaben ist, die Alteiche oder dieses Projekt, das müssen wir noch checken. Aber was ich auch checken muss, ist, wo habe ich denn jetzt wieder die Spritze? Ah, ich glaube unten, in einer der unteren Hallen. Naja, also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden noch einige Zeit parallel arbeiten, parallel spielen. So, ich glaube, da ist sie drin, da habe ich sie gesehen, da fahren wir rückwärts rein.
Ja, Gewicht haben wir vorne, das passt soweit. Dann schauen wir mal, ob wir... So, Herbizid. Huch, ach du Schande. Ah, ich glaube... Ah, stopp, jetzt habe ich mich ein bisschen verfahren. So, weil ich glaube... Ja, ich muss die Hilfe wieder einschalten. Die Hilfe, denn... Ja, wir haben nur Vorderradlenkung. So, jetzt haben wir wieder Allrad und da kommen wir natürlich dann wesentlich besser wieder hier raus. So, jetzt schauen wir mal. Nicht genügend Platz zum Abladen. Nicht genügend Platz zum Ab... Willst du mich jetzt... Was heißt hier nicht genügend Platz? Es darf nicht wahr sein. So, haben wir da nicht letztens mal abgeladen? Nicht genügend Platz zum Abladen. Jetzt. So, hervorragend. Das können wir dann mit dem Stapler reinbringen. Jetzt schauen wir mal, ob wir tatsächlich Dünger aufladen können. Und brauchen wir Pflegebereifung? Ich glaube, wir brauchen keine Pflegebereifung, weil es die erste Wachstumsstufe ist. Wegen Fruchtzerstörung. So, können wir tatsächlich die Befüllung? Wunderbärchen, das geht. Ja, da müssen wir nicht... geht aber ganz schön runter. So, da müssen wir zum Glück nicht zum Händler fahren. Da steht aber noch ein Stück Palette mit Herbizid, das weiß ich. Das müssen wir dann bei Gelegenheit mal abholen. So, dann fahren wir mal raus und wir lassen mal die Bereifung drauf. Ich bin der Meinung... Wir brauchen keine Pflegebereifung. Das ist erst ab der zweiten Wachstumsstufe. So, komm, komm. Jo. So, dann hier an unserem veralteten Misthaufen. So, also, das ist das, was ich meinte. Wir haben hier ja noch Gras drauf und das Gras ist im Wachstum. Nächsten Monat können wir das dann nochmal ernten und dann machen wir... Und dann machen wir, hier ist der Kalender, und dann machen wir hier im nächsten Monat, im Mai, können wir dann Sojabohnen draufpacken und Sorghumhirse. Ich glaube, Mais machen wir nicht, weil dann bräuchten wir ja, wie gesagt, die Maschinen. Und wir werden mit Sicherheit auch keine rote Beete-Karotten und Pastinake draufpacken. So. Übrigens, nächster Monat bedeutet auch, so wie es im Moment ja aussieht, denn das sollte ja die letzte Folge sein, vor unserem Late-Night-Farming-Termin wieder. So, packt das aus hier. Ja, wir fahren mal hier rückwärts und wir sehen, wir haben keine Fruchtzerstörung. Sehr schön. Denn wir werden natürlich die Deichhof Abendfreden dann auf jeden Fall im Late Night, im Livestream das nächste Mal spielen. Und da werden wir auf jeden Fall hier dann drillen auf dem Feld. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, was sonst noch alles so ansteht. So, stopp mal. Wir düngen ja. Müssen wir da irgendwas beachten? Automatische Ausbringmenge deaktivieren. Nee, aktivieren. Und los geht's. Ja, da sehen wir auch, wie viel raus muss. 40 Gramm, je nachdem. So, dann machen wir unten nochmal die Karte an. Und dann sehen wir auch, dass das jetzt schön gleichmäßig wird vom Düngen. Weil davor sind wir ja mit dem Güllefass rüber und das Güllefass hat dann doch der Helfer. Da dürfen wir auch gespannt sein. Helfer ist ja immer das Stichwort für den LS25. Dann hat eben der Helfer hier auch immer witzigerweise Bahnen freigelassen. Ja, das sieht man jetzt hier nicht mehr, weil wir schon wieder ein Stück weiter gewachsen sind. Aber jetzt hilft uns natürlich hier die Spritze für eine gleichmäßige Düngung des Feldes. Sehr schön. Und ich sehe da auch schon Unkraut, ne? Ich sehe da auch schon wieder Unkraut. So, dann werde ich das jetzt doch... hier fährt noch der Helfer. Ja, ich merke schon, er will schon bremsen. Nee, mein Freund, da muss ich dann dir helfen. Da muss ich ein kleines bisschen dir unter die Arme greifen. So, da fahren wir hier mal rum. Vorgewende. Okay.
So, jetzt könnten wir natürlich auch über die Wiese fahren, aber ich glaube, das können wir uns schenken. Ah, jetzt hat man gesehen, dass er angefangen hat. Genau. Vorher hat er sich das auch gespart. Ja, jetzt schauen wir mal. 350, das müsste jetzt so passen hier. Hervorragend. Ja, und da freue ich mich doch schon wieder auf unseren Livestream Late Night Farming ab 22 Uhr am Samstagabend. Das heißt, wenn ihr die Folge seht, die müsste planmäßig am Samstag um 12.30 Uhr rausgehen. Dann werden wir uns am Abend, am selben Tag dann noch treffen zum Late Night Farming hier auf der Deichhof Abendfrieden. So, jetzt müsst ihr dann gleich einstellen, genau. Und theoretisch, ja, macht er jetzt nur an der Stelle, wo eben noch gedüngt werden muss. Ja, der spritzt nicht überall. Genau, da sieht man's. Genau, so sieht man es relativ gut. Jetzt wird nur noch an der Stelle letztendlich gedüngt und gespritzt, wo es auch wirklich notwendig ist. Ja, das gefällt mir gut mit dieser Spritze von Querneland. Jo, so, und mit diesem Gruß hier, mit diesem wunderschönen, mit der totalen sozusagen, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Das soll es wieder gewesen sein hier von der Deichhof Abendfrieden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann hier zum Late Night Farming hier wieder treffen. Bis dahin sage ich Tschüss, Cheerio, euer Baden Farmer.